Willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. So, wir unterhalten uns mal mit Nico. Auf gar keinen Fall. Ja, wir zeigen dir vielleicht doch mal lieber die Linse, die wir in Syrien gefunden haben. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Ja. Ich habe dir in Syrien ein Geschenk gekauft. George, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es? Das. Eine Halskette? Oh, die ist ganz nett schwer. Ethnische Handwerkskunst der rustikalen Art. Natürlich. Sie gefällt mir. Wirklich? Die Kette wird mich immer an dich erinnern. Okay, wir haben hier gerade eine. Ja, ihr wisst ja, was das war. Gut, ich würde sagen. Das war's hier. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Ja, nur wohin? Wohin gehen wir? Wir könnten mal nach Montfaucon gehen. Denn, der Polizist ist ja auch wieder da. Vielleicht hat der Padre. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt, also sehe ich mich noch ein wenig in der Kirche um. Ist das dein Ernst? Wir waren in Syrien und der Typ ist immer noch nicht fertig. Ich guck mal in der Hilfe nach. Ich habe eine seltsame Linse. Was soll ich damit anfangen? Sieh dir mal die Kirche an. Auf was könnte man die Linse benutzen? Ja, ich würde sagen hier auf das Fenster, ne? Oder auch nicht. Da auch nicht. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Ja, dann. Per disciplinam meam lux videbis. Hey. Ja. Um ein Linsenelement zu bewegen, bewege den Mauszeiger über das nummerierte Feld. Wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt, klicke darauf und ziehe dann mit gedrückter Maustaste nach rechts und links. Ah, okay. Wir müssen jetzt das Bildnis zusammensetzen. Ich denke mal, das kann nicht allzu schwer sein. Macht ja auch nicht so viel Sinn. Lass mal gucken. So. Wir sollten vielleicht uns unten an den Zahlen orientieren. Wenn die einigermaßen zu erkennen sind. Nee, das glaube ich schon richtig so. Man kann schon erkennen, was das ist. Ein Ritter auf einem Scheiterhaufen. Aber passt noch nicht hundertprozentig. Sind deutlich zu sehen. Ein Tempelritter, der am Schandpfahl brennt. Und unter ihm ein Datum in römischen Ziffern. MCCCX Ein IV. Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also MCCCXIV. Das ist 1314. Ja. Und jetzt? Ist der Typ jetzt endlich fertig? Ja. Hey, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Was steht auf dem Kelch? Es war keine Schrift. Mein Fehler, es war ein Wappen. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass mir das Wappen sehr bekannt vorkommt. Wirklich? Oui. Ich glaube, ich habe es schon mal auf dem Grabmal dort in der Ecke gesehen. Das geflügelte Pferd ist recht auffällig. Ja, wir reden mal mit dem Padre. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere.
Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Ja, Perfektion in allen Dingen. Ist ja fast wie die Japaner. Sprechen Sie Lateinisch? Das fragen Sie einen Priester? Okay, können Sie mir dann verraten, was per disciplinam meam lux videbis heißt? Moment, das heißt, durch meine Lehre wirst du das Licht sehen, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ah ja. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Ja. Gut. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Ja, der Priester hat uns echt geholfen. Wir schauen uns mal das Grab in der Ecke an. Was der Priester uns ja gesagt hat, was wir mal tun sollen. Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da steht zwar kein Name drauf, aber das Wappen ist unverkennbar der Pegasus der Familie de Vasconcellos. Ich habe die letzte Ruhestadt von Don Carlos gefunden. Mein Auge wandert zu den Bibelzitaten, die in den Rand der Grabplatte eingraviert sind. Hey, vielleicht haben diese Zitatangaben ja etwas zu bedeuten. Ein Wirrwarr von Buchstaben ist die Seite des Rittergrabmals eingraviert. Du musst die richtigen biblischen Verse markieren. Diese bestehen aus dem Namen eines Buchs, gefolgt von Kapitel und Vers, zu einem Überfluss in römischen Ziffern. Okay. Lukas Kapitel 8, Vers 2 würde beispielsweise als Lukas V8 8 plus 2 dargestellt sein. Du musst alle Hinweise auf Verse finden und markieren. Wenn du den vollständigen Hinweis auf einen Vers markiert hast, bleibt die Markierung erleuchtet, andernfalls verblasst der von dir markierte Text nach kurzer Zeit wieder. George liest die Versmarkierung erst vor, sobald du alle markiert hast. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken. Also hier haben wir zum Beispiel schon mal den Psalm. XXI und... das würde ich sagen. Psalmen 22, 21. Nicht gerade viel, aber das muss doch was zu bedeuten haben. Wenn ich das Grab mal näher untersuche, finde ich vielleicht weitere Hinweise. Ja. Ein weiterer Psalm wäre hier. Ist ein bisschen schwierig, das mit dem Markieren. Psalmen 32, 7. Die Zahlen beziehen sich auf ein Kapitel und einen Vers in der Bibel. So, dann haben wir hier den Korinther. Korinthian. Ich weiß nicht, was alles dazugehört. Korinther 14, 5. Wie viele müssen wir denn finden? Rex und Mundi. Das ergibt eigentlich auch noch Sinn. Oder auch nicht. Riblis. XIX. 9. Auch nicht. Wie viele müssen wir denn finden? Ja, wie funktioniert das, haben wir schon gefunden. Insgesamt sind hier 4 Stück versteckt, okay. Wir haben schon 3 Stück gefunden. Um...
Vielleicht das hier? Scheint aber nicht richtig zu sein. Auch nicht. Ja, das hatte ich schon, aber ich probiere es trotzdem nochmal. Ist aber nicht richtig. Majorim. Probieren wir es mal. Ich markiere halt jetzt mal alles, was irgendwie Sinn ergeben könnte. Was denn hiermit? Okay, das macht keinen Sinn anscheinend, sonst könnte ich das ja markieren. Ich probiere das hier nochmal. Ist aber nicht richtig. Wir haben 3 von 4. Ich denke mal nicht, dass das hier komplett schwierig ist. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ja. Ich schaue nochmal. Du musst nicht nur den Namen des entsprechenden Buches, sondern auch Kapitel und Vers markieren. Ja, haben wir ja schon. Uns fehlt der mit John. Wo steht denn hier John? Das hier? Jorim? Wie soll man denn darauf kommen, dass dann noch John ist? Aber scheint nicht richtig zu sein. Ah, hier, John. John E. V. Ah, es geht hier noch weiter, okay. Ja. 3 Waagerechte und 1 Senkrechter. Ja, das ist doch der richtige hier. Aber wir haben ihn anscheinend nicht richtig markiert. Johannes 4,11. Mehr Hinweise gibt es nicht. Aber um die Tafel herum verläuft eine Reihe römischer Ziffern. Ich mache mir Notizen, falls das etwas zu bedeuten hat. Ja, wer weiß? Psalmen 32,7, Johannes 4,11, Korinther 4,5 und noch einmal die Psalmen 22,21. Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich habe ein Gedächtnis wie eine Bärenfalle. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. Schließlich war das Wappen der De Vasconcellos schon in der Handschrift abgebildet. Nein, ich bin immer noch überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. Ja, mal sehen, was wir jetzt im Tagebuch haben. Ja, wir haben ziemlich viel schon geschafft. Mich interessiert jetzt aber nur der letzte Eintrag. Vielleicht sollten wir jetzt wieder nach Spanien zurückkehren. Zur Familie de Vasconcellos. Mit ein bisschen Glück. Treffen wir da die alte Gräfin wieder. Okay, ist aber noch ausgegraut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zu Nico. Wieder in Nicos Apartment. Ich habe ein weiteres Rätsel gelöst. Hast du? Nun, ich nehme an, ja. Na, was ist es? Wie lautet die Antwort? 1314. Was bedeutet das? Es war das Datum, an dem Jacques de Molay verbrannt wurde, oder nicht? Natürlich. Die Antwort war in einem bemalten Glasfenster versteckt. Als ich durch die Linse schaute, veränderte sich das Bild. Es wurde ein Mann, der von Flammen umgeben war. Mir kommen die Antworten auf die Rätsel der Templer genauso geheimnisvoll vor wie die Rätsel selbst.
Manchmal frage ich mich, ob die Handschrift nicht ein komplizierter Scherz ist. Die Templer waren nicht die Sorte Mensch, die scherzt, oder? Ja. Wir können dir mal den Kelch zeigen. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Montfaucon hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Oh, sie ist anscheinend sehr kritisch, was Kirchen angeht. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Ja, ich würde sagen, nach dem kleinen Standsbericht können wir jetzt nach Spanien, oder? Immer noch nicht. Ja, dann schauen wir uns mal im Museo Krun um. Vielleicht kann Lobino uns ja helfen. Hi, André. Hallo, George. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta sita est in ora mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Ja. Reden wir mal über die drei Steingesichter, die wir da auch entdeckt haben. Als ich in Syrien war, habe ich ein seltsames Götzenbild entdeckt. Es sah wie ein Kopf mit drei bärtigen Gesichtern aus. Grässlich. Das klingt, als wäre es Baphomet, das Götzenbild, das die Tempelritter beschrieben haben. Die armen Christusritter hatten ein Götzenbild, das so aussah? Angeblich ja. Die Beschreibung des Götzenbildes stammt aus Beweisen, die von der Inquisition herausgepresst wurden. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass auf den Besitztümern der Tempelritter niemals auch nur eine Statue oder ein Götzenbild gefunden wurde. Das heißt, bis jetzt. Im vorigen Monat wurde eine Statue von Baphomet ausgegraben. Direkt hier, in Paris. Wo? Im Institut Hermétique de Nerval. Die Statue befindet sich unter den Fundamenten. Ein Arbeiter hat sie bei der Renovierung des Gebäudes entdeckt. Können Sie mir mehr über die Statue von Baphomet erzählen? Es handelt sich dabei um ein angsteinflößendes Bild, sogar heutzutage noch ein bärtiger Kopf. In den Sockel der Statue sind Symbole der Tempelritter eingraviert. Einer der Arbeiter bemerkte einen seltsamen Fleck am Sockel. Er behauptet, dass der Fleck wie Blut aussähe. Blut? Genau. Ah ja. Wir zeigen ihm nochmal den Kelch. Oder auch nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Ja, vielleicht können wir jetzt nach Spanien. Wie wär's? Okay, die Reise nach Spanien wird mir noch nicht gegönnt. Ja, wo können wir denn jetzt noch hin? Die Polizeistation macht ja wenig Sinn. Ah, Cid de Baphomet, stimmt, haben wir jetzt neu freigeschaltet. Durch das Gespräch mit Lobino. Dem Maler scheint das Streichen nicht besonders wichtig zu sein. Zumindest nicht so wichtig wie seine Zigarettenpause. Sieht ja interessant aus. Der Maler hat einen Eimer mit grauer Rostschutzgrundierung dort hängen lassen. Ja, Dieser Schutthaufen stammt wohl von der Ausgrabung, schätze ich. Bevor wir uns dann jetzt mit dem Maler eingehender unterhalten, würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Baphomets Fluch. Also, tschüss.